Ja, nächste Aufgabe. Wir wollen die Soldaten töten. Wenn wir es nicht schon getan haben. Ich weiß ja, nicht. Ich glaube nicht. Wird jetzt noch ein bisschen Action, aber Ochs nicht. Wir haben beschlossen, wir wollen erstmal gucken, dass hier weniger Leute rumrennen, damit wir hier auch die anderen Missionen machen können. Obwohl im Kloster wird wahrscheinlich auch genug noch rumrennen. Kommen wir hier rüber? Ja, wir kommen hier rüber. Verdammt. Ist das schon das Gebäude da? Ja. Nee, ne? Ja, 190 Meter. Okay. Du bist doch nicht auf. Stopp, ich höre was. Ich hab Stimmen gehört. Warte, du kannst aber auch noch nicht gucken, ob du noch irgendwo einen Adler findest, ne? Nee, hier jetzt nicht. Kommen Sie mal mit. Ich hab Stimmen gehört. Seien Sie doch nicht immer so ängstlich. Ich bin nicht ängstlich, ich suche mir nur eine Stimme. Hier ist doch niemand. Ich habe aber Stimmen gehört. Das ist doch nicht schlimm, dann gehen Sie zum Arzt, Mann. Sie sind ja ein witziger. Kommen Sie mit. Ja, warten Sie, bleiben Sie mal stehen. Na, kann ich nicht. Da sind wir hergekommen? Nee, das könnte auch irgendwo ein Adler mein sein. Also wenn ich jetzt noch einen finde, das wäre natürlich. Weil wir haben den einen Adler haben wir da. Das heißt, der andere Adler theoretisch. Hat ja beim letzten Mal ganz gut geklappt mit der Einstellung hinten vorne. Was war das? Was ist jetzt da für ein Geräusch? Keine Ahnung. Ich hasse diese Geräusche, Ochsen. Machen Sie mich nicht kirre mit den Geräuschen. Ich suche hier gerade einen Adler. Und dann müssten wir hier. Ich höre doch was. Hör doch Stimmen, wir sind doch nicht deppert. Ja, Herr Ochs ist schon wieder vorgelaufen. Ja, ich gehe mal gucken, was hier so los ist. Ich habe nicht allzu viel Zeit. Ich habe nicht allzu viel Zeit. Verstehen Sie? Ich will nur mal oben gucken, weil dann brauchen wir beide hier oben nicht reinrennen. Dann gehe ich hier rein. Ja, ja. Und guck. Ah, hier oben ist ein Dokumentos. Okay. Sauber. Dann hier. Ach so. Okay, da oben rennen wir hier rum. Okay, da kann ich nachvollziehen. Ja, dann komme ich auch mal nach oben. Ja, kommen Sie mal hier. Kommen Sie mal zu mir, bitte. Können Sie die markieren vielleicht schon mal? Nee, die sind markiert. Kommen Sie mal zu mir. Ja. Oh, da kann man auch hoch. Genau das ist das, was ich will. Was denn, wachsam sein? Da hinten rüber. Ah, verstehe. Nur, ich weiß nicht, wie ich da jetzt rüberkommen soll. Dann wieder Also, okay, ich verstehe. Fragen noch? Nee, jetzt nicht mehr. Wir sind da links, da sind welche, ich hab welche. Da sind welche. Ja, da sind genug. Das ist der eine. Ah, da ist noch einer. Offizier. Jawohl. Das ist der Oberleutnant Petrus Proch. Der hat wenig Vertrauen in die Standfestigkeit. Der italienischen Truppen. Oh. Ja, genau. Okay, wenn er meint, das ist alles scheiße, dann ist das ja sein Problem. Da ist noch einer. Ja, immer markieren. Sehr schön. Geht doch mal aus einer Latenz. Das ist übrigens der Arne Rausch, des ehemaliger Chorknabe. Da ist noch einer. Das war. Ich konnte ihn jetzt nicht erkennen. Aber ich sag ihm das gleich. Die Information bekommen Sie gleich von mir, wer das war. Mhm. Oh, da ist auch noch einer. Schön aus hier. Das ist der Funker. Das ist der Günther Hölder. Der ist Stahlarbeiter aus Essen. Was? Der Harald Lachner hat ein Mädchen über die Klippe gestoßen, das Schwein. Ich hab mich verschwunden. Ah, super. Haltet eure Augen auf. Ich hab was gesehen. Dachte, der hätte mich gesehen. Warte mal, da oben ist einer auf dem Gebäude drauf.
Ja, ich sehe den. Und zwar ist das der Alter, der Herbert Volk. Was hat der denn gemacht? Den kann ich jetzt nicht mehr zuordnen. Der kommt jetzt aber da rum, oder? Nee, der Herbert Volk geht woanders lang. Oh, das ist eine richtige Festung. Unser Problem ist, dass wir hier nicht über diesen Graben kommen. Warten Sie mal bitte, ich habe da gerade was im Auge. Brauchen wir auch gar nicht. Wir gehen da unten zu dem Haus und versuchen, die vom Dach aus irgendwie zu erledigen. Kommen Sie mal mit. Deshalb ist da unten auch alles vermint, damit du da nicht langläufst. Ich glaube, das ist eine schwachsinnige Idee, die sie gerade machen. Weil sie laufen genau auf Gegner zu, aber das macht nichts. Ehrlich? Natürlich. Gucken Sie doch einfach auf die Minimap. Ach ja, ich sehe es schon. Ja, da sind welche. Die rennen da alle rum. Ja, ich sehe es. Mal gut, die kann man leise holen, ne? Ja, der soll mal da durch die Minenfelder gehen. Da freut er sich bestimmt. Ja, macht er ja nicht. Nee, nicht mit. Halt die Augen auf. Nimm die weg. Noch nicht in Sicherheit. Was denn? Nimm deine Sniper-Scheiße weg. Hab ich doch gar nicht. Ich bin doch nur da, weil ich da. Ich würde da nicht schießen. Der geht da rein in die Minenfelder. Glaub nicht. Ich würde den gern wegschießen, aber ich traue mich nicht. Da sind keine Minen. Die Minen sind hier unten zu ihrer Seite. Mhm. Hier sind die Minen. Okay. Da wo sind geht die denn Minen. Der eigentlich lang? Ah, der kommt wieder zurück, ne? Mhm. Okay. Immer hier ist noch einer, den habe ich glaube ich noch nicht markiert. Wo ist denn der da? Wen haben wir denn da? In Karl Hopfer hatte eine Vorahnung seines eigenen Todes. Ja, das passt doch. Ja, das kann mal vorkommen. Genau. Ja, wie gehen wir vorher, Hoxton? Ja, Moment bitte. Was ist denn da für eine Markierung, Auto? Oh, da ist noch einer, oder? Ah, ne, den haben wir. Was? Wie ein Geroll. Was war das? Da kommt einer, Herr Hoxton. Ja, ja, ganz ruhig. Der soll ja auch kommen. Okay, hast ein Steinchen geworfen. Sag's mir bitte Bescheid vorher, wenn du siehst es doch, Mann. Nee, habe ich jetzt wenn in du ein bisschen Moment aufmerksam bist, dann siehst du es. Du brauchst nur ein bisschen aufmerksam ja, sein. Hier ist so ein Lichtspiel mit der Geschön. Wolltest du den erst durchlooten oder soll ich den nächsten Stein werfen? Nee, noch nicht. Wer wirft den nächsten Stein? Ich muss den ja mitnehmen. Verstehe. So aber auf. Eigentlich liegt der da ganz gut. Ja, aber nicht, wenn sie den nächsten holen. Was ist denn jetzt los? Ja, einer. Da kommt einer. Vorsicht. Wie können die den denn finden? Die haben gesagt, einer aus der Einheit wird vermisst. Er hat den Löffel abgegeben. Okay. Der lebt auch noch. Boah, wie viel Schuss muss ich denn auf den abgeben, dass der stirbt? Ist ja gar nicht. So, warte mal, da ist noch einer hinten ums Haus gerannt. Ich kann hier keinen looten. Ja, hier ist noch einer ums Haus gerannt. Ja, der kommt jetzt. Da ist er. Wieso ein schlechter Schütze, ne? Ich ziele auf dein Gesicht, aber die Waffe ist scheiße. Alter, der hat mich getroffen. Du bist so schlecht, ne? Ja, der hat mich getroffen. Was soll ich denn machen? Echt? Kann doch nicht sein, ey. Ich kann doch auch nichts dafür, wenn die Waffe so scheiße zielt. Jetzt halt mir den Rücken frei. Ach ja, die sind alle. Du bist ja. Wie soll ich das denn machen? Indem du mir einfach den Rücken frei hältst.
Position ein. Jetzt hab ich dich. Ja. Nee, ihr habt mich nicht. Ja, lass ihn kommen. Okay, 3 Schuss pro sie machen mit der Knarre, ey, die ist echt scheiße. Komm, noch mal 2. Okay. Also die Knarre ist echt, was das angeht, ist die echt scheiße. Ja. Entschuldigen Sie bitte, ich kann da nichts für. Ich habe eine schlechte Waffe. Wer sieht uns denn da? Man kann mich doch hier nicht sehen, verdammt. Da kommt einer von oben runter. Das ist alles. Da muss ja irgendwo ein Sniper dann sein, oder was? Ja, am Berg. Nicht nur die Apfelsinenbäumchen. Aber es beruhigt sich gleich alles. Meinen Sie? Ja. Und dann können wir lootern. Ich bin ja schon dabei. Achso. Bis jetzt hat keiner was dabei, was wir brauchen könnten. Verstanden. Aber ich würde gerne mal speichern. Mhm. So. Wenn wir jetzt kaputt gehen, starten wir von hier. Verstanden. Wir teilen uns mal eben. Ich gehe mal hier hinten rum. Ja. Verstanden. Okay, hier kann ich nichts mit anfangen, da bringt mir gar nichts. Okay. Nimm den mal hier weg. Jawohl. Brief in die Heimat. Sauber. Oh, oh, oh. Was ist los? Ich hab einer gesehen, aber von wo? Was ist los, Herr Ochsen? Ich hatte jemand gesehen. Oh, oh, oh. Aber ich weiß nicht von wo. Verstanden. Okay, alles wieder beruhigt. Okay. Okay. Da kommt einer. Oh, da oben ist einer. Fuck. Okay. Die buffern. Oh, die buffern. Okay. Sagen Sie mal was? Ja. Okay, jetzt ist wieder weg. Ist schon komisch, oder? Ja. Ach, Leute. Sind Sie oben auf dem Scheune? Jo, aber da ist nichts. Okay. Kommen Sie mal zurück. Kommen Sie mal her. Bin dabei. Wir gehen jetzt mal da hinten lang. Wo wollen Sie lang? Ja, wir gehen jetzt mal da hinten lang. Wir gehen jetzt mal da lang. Hab da ein bisschen aufgeräumt, Herr Ochsen. Ja, ja. Hier ist ein. Müsste mal, aber noch jemand einer, sein. Warte, ja, hier liegt einer. Komm mal her, hier ist noch Munition. Komm mal her. Ja, achso, ich mach das mal eben, warte.
Okay. Wir schauen uns jetzt noch die letzten Gebäude an, die hier sind. Die Buffern. Ich sehe jemand. Waren Sie hier schon im Haus drin? Stopp. Keine Spur von Ihnen. Ich lasse die Augen offen. Jetzt weiß ich auch, wer mich gesehen hat. Wer denn? Ein Soldat. Der Jäger da hinten? Mhm. Der jetzt kommt? Genau der. Ach, da oben ist noch einer. Ah, den haben sie auch schon. Waren Sie schon im Haus? Ja. Aber du kannst trotzdem noch mal reingehen, vielleicht für die was dabei. Ja, gut. Oh ja, Brote, Tomaten, ja, Zitronen. Ja, lecker. Hat sich doch gelohnt. Dann kommen Sie mal ran Äpfel, hier. Warten Sie, ich... Oh. Bleib dann noch eine Weile hier. Sie können dann schon mal für mehr aus alleine. Oh, ich mach mir einen schönen Salat. Ja, ja, machen Sie mal. Der Ochsen kann nicht mit, wenn ich einen Salat mache. Oh, da ist noch einer. Gleich. Wir haben hier einen Auftrag zu erledigen. Ach so, ja, Sie genau. Sie können nicht immer nur ans Fressen denken. Kommen Sie mal. Können wir vielleicht vom Haus aus, dann habe ich hier immer Nahrung und so, wissen Sie? Warten Sie mal, hier ist doch schon wieder, das ist doch schon wieder sehr verdächtig. Passen Sie mal auf. Die Buffern. Das gibt's doch gar nicht. Leute, es kann nicht sein, dass wir so Probleme mit dem TS haben. Also, Buffern. Nervt. Wo sind Sie denn? Ja, bleiben Sie doch mal ruhig. Ich bin hier im Haus. Weil hier ist wieder so ein Balkon. Und der Balkon war bei irgendeinem Level davon sehr auffällig, weil man da nämlich einen Adler gesehen hat. Ach so. Aber hier sehe ich jetzt im Moment nichts, obwohl. Das ist schön, dass du Augen und Ohren offen hältst. Aber wir hier ist nichts. Hier müssen wir hin. Die ganzen Soldaten töten. Ja, das sind noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sehe ich. Okay. 7 Soldatos. Geh mal, komm mal wieder nach unten. Ich komm mal wieder nach. Ach, da. Gott. Okay. Wir machen das jetzt fertig, die Soldaten töten und dann die Waffen zerstören. Die Waffen. Sind sie überhaupt? Scheiße. Sie buffern. Leute, wir machen mal eben kurz eine Pause. Und dann melden wir uns gleich wieder. Also, bis nachher, Leute. Ciao. Ciao.